Etwa 13,3 Millionen Menschen wohnen in der Metropolregion Tokio-Yokohama. In der Megacity Tokio lebt auch Miyabi Sugawara. Die junge Frau möchte sich ihren Traum von einem Neuwagen erfüllen. Bisher fuhr sie einen alten Prius, jetzt soll es ein Mazda CX-3 werden. Ich habe als Kind meinen Vater bewundert. Wenn der Auto gefahren ist, das war cool. Damals durfte ich natürlich noch nicht selbst fahren, aber jetzt. Ich liebe es, allein unterwegs zu sein, aber auch mit Freunden oder der Familie auf Tour zu gehen und am Wochenende irgendwo außerhalb hinzufahren und gemeinsame Zeit im Auto zu verbringen. Mazda gilt in Japan seit dem Start seines Kodo-Designs als hippe junge Marke. Dieses Image sollen jetzt auch die Händler transportieren. Wie das durchgestylte Megura Himonya Outlet. Viel edles Schwarz und dunkelgrau Designermöbel. Eine vornehme Concierge nimmt die Besucher in Empfang. Lediglich 5 Modelle, alle rot lackiert, stehen im Café im 2. Stock. Der neue Vorzeigeshowroom gehört zu Kanto Mazda. Mit 118 Betrieben und 834 Millionen Euro Jahresumsatz größter Mazda-Händler weltweit. Das Personal wurde speziell gecastet und geschult. Per Knopf im Ohr stehen die 19 Mitarbeiter permanent in Kontakt. Testwagen werden für 24 Stunden rausgegeben. Das neue Konzept geht auf. Mit rund 400 verkauften Neuwagen liegt die Filiale 20% über Kanto-Schnitt. Ich habe im Internet recherchiert und ein paar berühmte Japaner fahren einen CX-3. Das hat mich interessiert und Freunde haben auch einen Mazda. Dann habe ich mir einen Händler rausgesucht und mir das Auto angesehen, eine Probefahrt gemacht und ein Angebot eingeholt. Während ihr CX-3 mit 6-Stufen-Automatik, innen dreifarbigem Leder, außen Ceramic White, das heißt bei uns Mondsteinweiß Metallic, 105 PS Diesel in der Werkstatt, ja, so clean sieht die hier aus, nochmal gecheckt wird, wartet Miyabi im Übergaberaum, der Tradition und Moderne verbindet. Im Mai dieses Jahres gestartet, liegt der CX-3 mit 17.381 Neuzulassungen jetzt schon auf Platz 2 der Mazda-Hitliste. Hinter dem Demio, also dem Mazda 2 und vor dem großen Bruder CX-5. Für die junge TV-Redakteurin bedeutet der kleine Crossover Freiheit. Ich fahre normalerweise mit dem Zug zur Arbeit. Das Auto benutze ich in der Freizeit, zum Shoppen oder wenn ich Freunde besuche. Das Auto ist für mich ein Rückzugsort. Ich bin mit Menschen unterwegs, die ich mag, oder allein und kann laut Musik hören. Ein Auto gibt mir Freiraum. Andere Märkte, andere Sitten. Im Land der aufgehenden Sonne lassen viele Autokäufer ihr neues Schätzchen traditionell segnen. So auch Miyabi. Die Präfektur Tokio ist mit solchen religiösen Städten bestens versorgt. Tokyo Yisha. Die 10 Schreine von Tokio liegen verkehrsgünstig im Großraum des alten Kaiserpalastes. Als nationales Wahrzeichen gilt vor allem der Shinto-Schrein
Kandam-Jojin im Bezirk Chiyoda. Es beginnt mit Paukenschlägen in der Haupthalle des Schreins, Honden genannt. Im hinteren Teil des Saals wartet der Hohepriester im Lotussitz, nimmt einen Singsang an, murmelt und betet. Alles ganz huldvoll. Dann, ganz wichtig, klatscht er zweimal laut in die Hände, damit die Götter die Wünsche auch erhören. Und dann geht es hurtig raus zum Auto. Das parkt ebenfalls, ganz wichtig, mit der Schnauze voraus vom heiligen Felsen. Übrigens dem nie den Rücken zukehren, in diesem Fall das Heck, denn das erzürnt ihn. Türen und Heckklappen sind geöffnet, damit die guten Wünsche auch jeden Winkel erreichen. Sonst wird das nämlich nichts mit dem Glück im Straßenverkehr und der allzeit unfallfreien Fahrt. Heute ist der Mazda CX-3 von Miyabi dran. Die TV-Redakteurin wohnt der Papierpuschel-Zeremonie andächtig bei. Das ist ein ganz besonderer Moment für mich, flüstert sie. Menschen, die das Auto nur als Fortbewegungsmittel sehen, denen ist es egal, was für eine Marke sie fahren. Aber Leute, die ihr Auto mögen, die sprechen auch darüber, lassen ihr Auto auch segnen und finden das wichtig. 77 Euro kostet eine Autosegnung im Schrein Kandam-Jojin. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 730 zurück. Heute beten die Besucher dort meist für Erfolg in Schule, Ehe oder Beruf. Für die Gebühr gibt es noch eine kleine Geschenketüte, Glücksbringer inklusive. Gute und sichere Fahrt Miyabi in der Millionenmetropole Tokio.